Sorry, dass ich das toll gemacht habe. Ist doch okay. Auch wenn, ich weiß, die Zuschauer sind jetzt schockiert, die sind das nicht gewohnt, dass wir Tore machen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir springen auch gleich ins Spiel. Wie ihr seht, wir spielen Rocket League. Mit dabei ist der SOL-TV. Kommt ein Ball, ich habe Angst. Ball. Ball. Immer noch Ball. Hauen raus. Wieder Ball. Ball. Ball, 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 Ball. Ist immer noch ein Ball. Ball, Action. Oh, shit. Jetzt musst du es reißen, Tiger. Ball. Ball ging nicht. Ball ist ein Tor. Ich weiß nicht. Du hättest genug Zeit gehabt, da hinten drin zu fahren. Die waren weg. Die waren weg. Ja, aber die wären doch gleich wiedergekommen. Ja, aber guck mal, der wäre doch reingerollt. Guck dir das doch an. Der wäre eh drin gewesen. Der wäre reingerollt. Nee, der wäre reingerollt. Nein, du hattest genug Zeit gehabt. Auch hat es Der Team Spirit ist momentan nicht so da aufgrund unserer kleinen Pechsträhne. Große Missverständnisse im Team. Oh, das gibt's doch nicht. Der trifft, ne? Ja, das ist ja. Was soll ich hab ihn auch getroffen. Ja, war gar nicht so. Also wäre das jetzt nicht unser Tor gewesen, wäre der gut gewesen. So. Oh, darf ich auch mal treffen? Ja. Nein, der nimmt mir den weg. Das ist gemein. Ich wollte jetzt auch mal den Ball haben. Dafür kann ich nichts, da musst du zum Jugendamt gehen. Ja, ich gehe jetzt auch. Ich bin jetzt auf dem Weg, ich nehme den Ball mit. Als Beweismittel nehme ich den jetzt mit. Und dann gehe ich zum Jugendamt und beschwere mich dort mal. Freundchen, so. Nee, ist jetzt mein Ball. Ich will den jetzt haben. Ihr durftet alle schon mal mit dem Ball spielen. Jetzt oh, jetzt da Vorlage. Nein! Ja, gut, dass es dich noch gibt. Ja. Wie so eine Kackwurst vorbeigeflogen, ey. Ja, sorry, ich musste schnell reagieren. Nee, ich meinte ja mich. Ach so. Dass ich mich immer angesprochen fühle. Ja, wenn man Kackwurst sagt, ne? Sollte ich. Ja. Kackwurst, ja, hier? Was? Sollte ich mir abgewöhnen, wenn ich mit Yeti spiele? Da weiß ich, er meint immer sich. Da kommt auf die Mitspieler an. Stimmt. Bei Virus? Ja, ja, ja. Nichts gegen meinen lieben Virus. Deinem Liebhaber. Mein Schnuckiputzi. So, jetzt Vollspeed. Oh ja, nein. Ach Mann, ey, was ist... Heute ist schon wieder so ein Tag für Tauben, ey. Ich spring halt nur dran vorbei. Ist das echt ärgerlich. Nee, Junge, so nicht, Freundchen. Ja? Ja, richtig. Gut in die falsche Richtung, ne? Was heißt in die falsche Richtung? Wir müssen ins blaue Tor. Immer noch. Da, Vorlage. Wo denn? Ich sehe keine. Fährt auch mal rückwärts. Nein, vorbei, Scheiße. Scheiß. So, komm, Tiger, jetzt hol dir den Ball. Komm, erkämpf ihn dir, jawohl. Ja, ich hab ihn. Und ich flieg wieder vorbei. Komm schon, jetzt hab ich ihn gleich. Nein. Was ist die so scheiße, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sind schon ganz schön gemein, finde ich. Ja, schnapp ihn mir weg. So, ich hab kein Nitro. So Vorlage oder so ist nicht so gut. Oha. Locker easy. Locker easy. Ach ja, schieß ihn mir wieder weg. Spielen wir einen Ranked oder was ist hier los? Ja, das ist Ranked. Verstehe, das hat mir so auf die Fresse. Oh. So, was wird das jetzt da? Da kommt schon. Ich konzentriere mich gerade so sehr. Ich blende ja, einfach ohne Kopf und Verstand. Ui. Ja, den hat er schön gemacht, leider. Muss ich ja mal anerkennen. Hat er gut reagiert.
War auch knapp. War eine knappe Sache. Wollt nicht so, wissen, was ich gerade in der Cam... Ja, mache ich. Wollt nicht wissen, was ich gerade in der Cam mache, aus Frust. Nein, wollen wir nicht. Dir den Hals durchschneiden? Nein, nein, andere Sachen. Lass mal selbst köpfen beim Zocken, so... Ja, und dann so den Kopf auf die Tastatur legen. Genau, mit den eigenen Händen noch so. Dass der restliche Körper lebt einfach weiter. Klar, weiter zocken. Ohne Kopf und Verstand. Ja, also so wie, ja, sieht man ja, ne? Man sieht ja, es funktioniert bestens. Oh. Ah, der war nicht schlecht gemacht von dir. Weil ich auch viel gemacht also, habe. Also, scheiße war er schon, aber die Idee dahinter war gut. Ah. Oh nein! Es ist heute nicht unser Tag. Es ist nicht unser Tag. Warum musst du mir auch im Weg stehen? Weiß, weil ich fett bin. Ach so. Ja, so. Und du? Machst du mich an, weil ich fett bin, oder was? Ich mach dich aus. Ja, das kannst du gerne machen. Oh yeah, es gibt hier heute so auf die Schnauze. Für die Gegner, ja. Ja, weil wir sind ja, ihr wisst ja nicht, aber wir sind ja eigentlich Team Blau. Wir sind im Tarnmodus. Richtig. Wir haben sämtliche Farbfilter in diesem Video aktiviert. Wir sind eigentlich Team Blau. Das kann doch nicht sein. Wir kriegen so hart auf die Fresse. Ja, komm, komm. Ja, nein. Ah. Oh Gott. Yeti, Yeti, Yeti. Yeti. Ja, nein, falsche Richtung. Nein, das geht nicht. Mama. Das darf nicht wahr sein. So, Freunde, spendet uns all euren Skill. Wir haben es nötig. Ihr seht es selbst. Spenden Sie jetzt. Oh Gott. Das ist ein Trauerspiel. Ich hoffe, sie haben gut gespielt. Muss man immer fairerweise sagen, sie haben gut gespielt. Und wir waren halt einfach abgrundtief scheiße. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Mhm. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich, Freunde. Wir heulen. In die Ecke. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter, Leute. Wir haben jetzt geheult. Ach, meine Augen sind noch ganz verheult, ey. Ach, ich sehe gar nicht scharf. Fährst du? Ich hoffe es. Ich muss mir die Tränen erstmal aus den Augen wischen. Du bist. Machst du nicht? Was? Er fängt halt schon wieder so an. Und er steht auch da, oder was? Oh Mann. Warten ist eine Tugend. Ja, anscheinend, ja. Genau. Warten auf die Niederlage, ey. Warten auf den Skill. Vorlage war das, ne? Ach so? Ja. Da musst du auch was sagen, ich stehe da fröhlich im Tor rum. Vorlage. Ja, ich meine rein. Scheißegal, in welches Tor. Hauptsache geht rein. Oh ja. Hauen rein. Jawohl. Gut. Ist noch alles drin. Hm. Sorry, dass ich das Tor gemacht habe. Ist okay. Auch wenn, ich weiß, die Zuschauer sind jetzt schockiert. Die sind das nicht gewohnt, dass wir Tore machen. Deswegen, aber irgendwann also, muss man ja mal was Neues ausprobieren. Wir dachten, wir probieren das jetzt was? Mal mit Gewinn. Oh, Alter, hatte der einen Speed drauf. Dass ich den halte, ja. Hätte ich gedacht. Was? Den musst du halten. Jo. Aber ich hab den Befreiungsschlag bekommen. Was? Ich hab Glanzparade gekriegt. Und jetzt mach ihn rein, Tiger. Jawohl, schön gekontert. Schön. Jetzt zeigen wir denen, wo der Pimmel, der Hammer hängt. Und der Penis. Die Waffe. Die männliche Waffe. Ich hab mir den Penis gerade abgeschraubt nach der letzten Runde und hab mir den irgendwo in die Ecke gestellt. Hab gesagt, ich hab's nicht verdient, einen Penis zu haben. Wenn ich so schlecht spiele. Kannst deine Frau schenken, die hätten mehr verdient. Wahrscheinlich. Die hat was dafür getan, okay. Was denn? Anscheinend weißt du mehr als ich.
Weiß nicht, ist sie keine Gamerin? Sie spielt bestimmt besser Rocket League, also das ist auch nicht so schwer. Ein blindes Kind ohne Arme und Beine würde besser Rocket League spielen als wir. Vor allem, weil es auch blinde Kinder gibt. Ja, leider schon ein trauriges Thema, aber egal. Blind können nur Erwachsene werden. Kinder sind unschuldig, die werden nicht blind. Gib doch Gott. Vor allem, weil es auch Kinder ohne Arme gibt. Ja, ich glaube, die finden das nicht so lustig, du. Machst du dich jetzt über Behinderte lustig? Habe ich das richtig verstanden? Große Dislike-Welle im Anmarsch? Freunde, wie sieht das aus? Ich weiß auch nicht. Ich habe ein Herz für Behinderte und für, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst kriege ich auch Dislikes. Und für mich, also. Ich wollte eigentlich sagen, und für Frauen, aber das fiel mir dann auf, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Deshalb habe ich das jetzt nicht gesagt. Nur ein Herz für behinderte Frauen. Heute ist echt alles vorbei, ey. Wir haben so gelitten, ey. Das ist echt nicht mehr. Ich springe sogar dran vorbei, obwohl der Ball fast stillsteht. Ja, mach du die Punkte heute. Ich halte mich heute zurück. Ich konzentriere mich auf Scheiße labern. Ja, und da wollt ihr rein. Kann ich noch klauen? Ne? Ich komme nicht mehr an genug Nitro. Ich weiß nicht, was da los ist. Du hast zu schlechte Lieferanten. Ja, anscheinend, ja. Es ist nee. Alles. Aber ey, wir könnten vielleicht sogar noch gewinnen. Ich glaube es zwar nicht nach den letzten Runden, aber... Darf ich dich was fragen? Wenn es sein muss. Zählt jemand ohne Arme als Food-Fetischist? Als wenn Food? Food, ja. Oder meinst du Food? Also Fuß oder Essen? Was meinst du jetzt? Ja, Essen. Nee, also als Food... Ob jemand ohne Füße und Beine als Food-Fetischist gilt, weil er seine eigenen Beine gegessen hat oder wie? Ist schon ein bisschen crazy, was du da fragst. Nee, also aber Essen aus Leidenschaft, ne? Kann man dann schon sagen. Ja, also, warte. Ist jemand, der ein Fußfetischist, also, nee, warte. Ist jemand ein Fußfetischist, wenn er keine Arme hat und sich mit den Füßen einrubbeln muss? Ist das dann ein Fußfetischist? Aber wie kann er denn keine Beine, aber Füße haben? Liegen die dann so einzeln? Trägt er die der Tasche mit sich rum, so zum Anstecken oder wie? So, ach, heute besorge ich es mir mal selbst. Klick, klick, Füße dran und dann geht los, oder wie? Wie Bernd das Brot hat. Bernd, das war so. Der ist ja Vollkornfetischist, der Junge. Nee, also ich meine das so. Jemand ohne Arme muss sich ja einen mit den Füßen rubbeln. Ist das dann ein Fußfetischist? Die Frage ist halt, ob er das geil findet aufgrund der Füße oder ob er halt sagt, Hauptsache er drubbelt. Ja, aber... Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt wirklich eine tiefgründige Frage, muss ich mal feststellen. Das ist, ist ich schon... meine jetzt so rein aus Prinzip. So, weil alles, also das ist ja, das ähnelt ja... Sorry, ich hatte einen Kumpel, der wusste sowas. Nicht, dass ich jetzt hier der Anklage beschuldigt werde. Weil wenn man sich ja mit den Füßen anrubbelt, dann ist das ja ein Food-Job. Also jetzt so wortwörtlich übersetzt. Ja, Food-Job, ja. Hm. Food-Job. Food. Nee, ja, so. Fett-Job halt, ne? So, ja, Selbstbefriedigung. Ist aber gut für die Abwehrkräfte und sowas, nicht stimmt. Genau. Aber, also wenn man sich selber mit dem Bein einmacht, bla, mit den Füßen einmacht, dann ist das ja, ja, bla. So, darf aber, ich denn, ja. Ein Fott. Jetzt sag nicht das böse Wort. Ich hab dich. Das war geil, das war gut. Ja, nee, schön. Also pass auf. Jetzt hör doch mal zu. Ein Fußfetischist ist ja per se erstmal jemand, der auf Füße steht. Genau. Das heißt, das ist jemand, der gerne Füße abnuckelt oder was. Auf jeden Fall machen den Füße halt rallig. Ja, genau. Wenn der Füße sieht, dann kann der so richtig. Und nur weil du dich jetzt mit den Füßen berührst, weil du halt keine Hände und sonst nichts mehr hast, heißt das ja nicht, dass du ein Fußfetischist bist, weil würdest du ja auch lieber mit den Händen, wenn du könntest, ja, weißt aber du so. Guck das, mal. Aber hat ja keine Alternative, er ist ja gezwungen dazu. Ja, aber guck mal, jetzt das war ja so rein überlegerisch, weil wenn man das mit den Füßen macht, diese Bewegung, dann ist das ja offiziell ein Footjob. So. Ja, das war ein Gegentor, scheiße. Das Footjob wird ja eigentlich nur gemacht, wenn man ein Fußfetischist ist. Das heißt aber, das widerspricht sich. Er mag keine Füße, muss es aber machen. Also Das heißt ja nicht, dass er keine Füße mag. Du hast ja nur gesagt, er hat halt keine Arme und Hände mehr. Ja. So, er hat ja gar keine Alternative. Er hat nur keine Arme, er hat wieder Hände, weißt du. Auch Bernd das Brot. Was macht? Alter, das könnte die erste Runde sein heute an dieser Aufnahmesession, wo wir nicht verlieren. Und was machst du?
Mir war danach okay. Mann, ich bin so froh, dass ich den noch abgewehrt habe. Und du, ach Mann, Alter, ey. Es wird Zeit, dass wir SOL die Füße abhacken, damit er mal lernen kann, selber ergründen kann, ob er ein Fußfetischist ist oder nicht. Vor allem, wenn du mir die Füße abhackst. Jetzt wehr den ab, Alter, jetzt lass die 18 Sekunden nicht auf das Ding da reinballern bei uns. Heißt das jetzt, wenn du mir die Füße abhackst und ich um meine Füße trauer, bin ich ein Fußfetischist? Ja, per se ist schon mal ja, aus Prinzip. Alter, alles klar. Also sieh zu, dass der Ball jetzt nicht bei uns reingeht. Sonst war es das mit deinen Füßen. Ja, pass auf, dass du dich in die... Siehst du, du hältst dich ja selber nicht an die Regeln. Was? Ich sag nicht bei uns rein. Ach so, sind wir nicht immer noch blau? Tarnfarbe. Ja, geistig sind wir auf jeden Fall sowas von stockblau und besoffen hier, ey, wie wir spielen. Und was für eine Scheiße, ey. So, da sind wir auf jeden Fall schon wieder am Ende, Freunde. Interessante Folge, wir haben uns über Füße unterhalten und über Selbstbefriedigung. Haben wir auch ein bisschen was fürs Thema Aufklärung gemacht, würde ich sagen. Wenn ihr noch weitere spannende Gesprächsthemen habt, dann schreibt sie doch gerne bei einem von uns in den Kommentaren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Guten Appetit. Füße. Füße. Nee, weißt du, so schön Füße im Kino knabbern aus dem Eimer. Oder Fußnägel knabbern. Aus dem Eimer. Knack, knack.